zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich dachte, ich mache mal wieder ein Schneckenvideo vom Ei bis zum Schlupf und wünsche euch viel Spaß mit dem Video, denn jetzt geht's auch direkt los. Wie ihr sehen könnt, habe ich dort eine Schüssel und hole die Schneckeneier aus dem Terrarium raus. Dazu nehme ich dann einen Löffel. Ich habe euch auch das Datum dort eingeblendet. Und hier seht ihr das nochmal vom Nahen. Ich mache das einfach so mit dem Löffel vorsichtig an der Seite. Und dann hole ich die Eier einfach so raus. Nimm natürlich ein bisschen Erde auch dazu. Die Oberfläche nehme ich davon ab. Und dann, ja, seht ihr das ja, wie ich das da mache. So ist das für mich am einfachsten. Und die Eier lagen auch, ja, so, dass ich die auch sehen konnte, direkt da so an der Scheibe, wie ihr sehen könnt, zwei Gelege. Wie ihr sehen könnt, habe ich die Eier dann in einer Schüssel gepackt. Ich werde natürlich nicht alle Eier aufziehen, das ist klar. Und ich werde mir dort einfach ein paar Eier raussuchen. 8 Stück werde ich dann nehmen, denke ich mal. Und die anderen Eier werde ich dann frosten. Das kennt ihr bestimmt alle, ne? An alle Schneckenhalter unter euch. Ja, hier seht ihr die nochmal. Von Nahen habe ich euch die auch gerade nochmal eingeblendet. Und so sehen übrigens Schneckeneier aus, für die, die noch nie Schneckeneier gesehen haben. Ja, hier zeige ich euch nochmal eine von meinen großen Corno Aspersum Maxima. Ihr wisst ja, ich habe 2 Arten. Und dies ist eine Corno Aspersum Maxima. Es gibt ja auch die kleine Art. Ich hatte dazu mal ein extra Video gemacht, ein Schnecken-Info-Video, wo ich euch dann alles so erklärt habe und so weiter, falls ihr das noch nicht gesehen haben solltet. Und ja, so sieht übrigens dann eine ausgewachsene Schnecke dann aus. Und so klein sind die Eier. Ich wollte es euch einfach nur mal zeigen, damit ihr mal seht, so klein sind die Eier und so groß wird dann die Schnecke. Ja, das dauert natürlich auch, bis eine Schnecke so ausgewachsen ist. Wir brauchen ja sehr, sehr viel Kalk, um das Häuschen aufzubauen, auch wenn das Häuschen ja beschädigt ist oder so, um das wieder reparieren zu können, brauchen die Schnecken eben halt ganz viel Kalk, um das Ganze wieder aufzubauen. Darum niemals harte Gegenstände im Terrarium reinmachen. So, dann, ja, was könnte ich euch sonst noch erzählen? Ich werde euch, denke ich, auch vieles einblenden, wenn ich irgendwas vergessen habe. Ansonsten mache ich jetzt direkt weiter. Ihr seht jetzt hier eine, ja, Aufbewahrungsbox, so eine Aufzuchtbox, nenne ich die jetzt mal. Ich glaube, das war auch sogar extra so eine Aufzuchtbox. Und dort werde ich dann die Eier reinmachen. Natürlich etwas Erde. Wie ihr sehen könnt, kalke ich hier auch noch die ganze Erde auf und locker das Ganze auch, damit es nicht zu fest ist. Die Erde muss schön locker sein und natürlich aufgekalkt sein, damit die Schnecken, wenn die schlüpfen, dann genügend Kalk zu sich nehmen können, um zu wachsen. Wie ihr sehen könnt, gebe ich auch noch ein bisschen Heilerde hinzu, denn Heilerde hat ja auch wichtige Spurenelemente, was die Schnecken ja auch brauchen, denn wenn die Schnecken schlüpfen, fressen sie erstmal ihre eigene Eierschale auf und dann suchen die sich eben halt in der Erde wichtige Spurenelemente und Kalk, bevor sie dann an der Oberfläche kommen. So, ich habe hier jetzt die Schüssel. Ich hatte da noch so ein feuchtes Toilettenpapierstück drüber, damit die Eier nicht austrocknen. Denn ich möchte ja jetzt dort unten, ich zeige das da auch nochmal mit dem Finger, die Eier reinmachen. Da mache ich dann so eine kleine, ja, wie nennt man das? So eine kleine Kuhle. Ich weiß nicht, wie man es jetzt nennt, aber ihr seht das ja, was ich da mache. So wie die Schnecken ihre Eier dann auch vergraben. Und sprühe das Ganze nochmal so ein bisschen ein, damit es auch etwas feucht ist. Und dann suche ich mir ein paar Eier aus, denn ich werde bestimmt nicht alle schlüpfen lassen. Ich gebe da auch noch ein bisschen von der Erde hinzu, wie ihr sehen könnt.
Und ja, da muss man aufpassen und packt dann vorsichtig die Eier da rein. Die anderen werde ich dann, wie gesagt, frosten. So, und dann gebe ich dort die Erde drauf, natürlich locker und nicht andrücken, einfach nur locker da drüber und ein bisschen anfeuchten, das reicht schon. Und dann gebe ich dort einfach einen feuchten Perlongstrumpf drüber, wie ihr sehen könnt. Und mache das dann an der Seite so festknoten und krempel das so ein bisschen um, damit das auch schön stramm drum ist. Feuchte das Ganze nochmal an und leg da dann auf der einen Hälfte feuchtes Toilettenpapier drüber, damit auf der anderen Seite Luft bleibt, wegen auch die Luftfeuchtigkeit ist sehr wichtig. Und so bleibt ja die Luftfeuchtigkeit und es kommt ja dennoch Luft rein. So, wie ihr sehen könnt, sind die ersten Schnecken schon geschlüpft. Und ich blende euch unten dann das Datum ein. Ja, ich weiß nicht, ob man das so erkennen kann. Es war ein bisschen schwierig zu filmen. Und ja, die ersten Schnecken schlüpfen. Normalerweise sollte man das nicht machen, aber ich habe es jetzt fürs Video gemacht. Die Schnecken bleiben ja, wie ihr wisst, unter der Erde und kommen dann von selber an der Oberfläche. Ich habe die dann aber nach dem Video auch wieder die Erde vorsichtig locker da drauf gegeben. Ich blende euch hier mal die Pfeile ein, dann könnt ihr das sicher besser sehen, die Schnecken, die geschlüpft sind. Wie gesagt, die Schneckeneier einfach in Ruhe lassen und die Schnecken auch, wenn ihr die schlüpfen lassen wollt. Und die kommen von selbst an der Oberfläche, wenn es dann soweit ist. Erstmal suchen sie sich ja in der Erde noch so ein paar wichtige Mineralien, Kalk und so weiter. Darum sollte man die eigentlich in Ruhe lassen. Aber fürs Video habe ich das jetzt einmal kurz gemacht und danach, wie gesagt, habe ich dann Erde drüber gegeben und die Schnecken blieben dann auch in der Erde und sind dann später von selbst an der Oberfläche gekommen. Ich habe die dann einfach in Ruhe gelassen und nur eben, wie gesagt, kurz fürs Video. Aber sollte man nicht machen, ne? Nur damit ihr Bescheid wisst. Ja, ich hoffe, man kann das alles gut erkennen. Es war ziemlich schwierig, das Ganze so zu filmen, aber ich wollte gerne mal ein Schneckenvideo machen und ich dachte, da ich eh ja ein paar Eier aufziehen wollte, kleine Schnecken, und habe ich gedacht, ja, mache ich einfach ein Video und filme das Ganze dann einfach und mache darüber mal so ein Video über Schneckeneier, ne, vom Ei bis zum Schlupf. Ich weiß noch nicht, wie ich das Video nennen soll, aber ihr werdet es dann ja sehen, ne, steht dann ja im Titel. Ja, hier ist ein bisschen überbelichtet, aber ich hoffe, man kann das dennoch gut erkennen. Und wie ihr sehen könnt, dreht sich die eine Schnecke und geht wieder nach unten und sucht sich bestimmt noch irgendwie Kalk. Und die Eierschale fressen die kleinen Schnecken ja auch erst auf, ne, damit die dann erstmal genug Kalk haben. Und dann suchen die sich eben halt, wenn die Eierschale aufgefressen ist, in der Erde noch nach Kalkquellen und kommen dann an der Oberfläche. Aber so habt ihr das denn ja auch mal kurz gesehen. Und den Schnecken geht es übrigens gut. Ich habe sie dann hier in einen anderen Aufzugbecken gegeben, also in so einem kleinen, ja, Glas mit Fliegengitter drüber gespannt, weil die ja eh noch, wie gesagt, in der Erde bleiben. So, hier habe ich noch mal einen Tag später noch mal das Ganze versucht, euch das so zu zeigen, damit ihr mal das besser sehen könnt. Ich habe hier zwei Schnecken, die waren übrigens ja an der Oberfläche. Die anderen sind in der Erde geblieben, aber diese beiden sind wieder hochgekommen. Und ja, anscheinend wollten sie nicht mehr in der Erde da bleiben und ja, sind einfach wieder hochgekommen. Darum habe ich die jetzt vorsichtig einfach hier mal auf so ein Tablett gesetzt, damit ihr das mal sehen könnt, wie klein die sind. Und ja, wenn man da nicht so mit gut klarkommt,
sollte man wirklich die in Ruhe lassen, weil das Häuschen ist noch sehr weich und wenn man da irgendwie mal falsch anfasst oder so, dann ist das nicht so gut, ne? Hier seht ihr auch übrigens, ich weiß nicht, ob man das sehen kann im Video, das kleine Herz schlagen. Ich zoome mal ein bisschen näher ran. Ja, ist ganz schwierig. Seht, das ist noch alles ziemlich durchsichtig. Aber die wachsen ja eben halt. Ich werde die Belichtung gleich mal wieder ein bisschen dunkler machen, weil ihr seht, die Schnecken sind das gar nicht gewohnt. Schnecken können ja auch Helligkeit und Dunkel, die können das einfach unterscheiden, ne? Sie merken schon, ob das hell ist oder dunkel ist. Das können sie schon unterscheiden mit den Fühlern. Ansonsten, was könnte ich euch denn noch zeigen und erzählen? Ich blende, wie gesagt, auch viele Details noch ein. Darum lasse ich dann im Video noch ein bisschen Platz an der Seite. Dann kann ich dort nämlich noch was einblenden. Und schaut mal, nach 2 Wochen circa, ja, ich glaube 2 Wochen müsste das jetzt sein. Ich blende euch das Datum dann wieder unten ein. Sind die Schnecken schon etwas gewachsen? Ich hoffe, man sieht das und das Häuschen sieht auch schon ganz anders aus bei den Schnecken. Und die Schnecken sind alle wohlauf. Normalerweise bewegen sich die Schnecken nicht so schnell wie hier jetzt im Video, aber das kommt, weil ich das alles ein bisschen bearbeitet habe im Schnelldurchlauf. Und ich habe den Ton jetzt auch so extra, das merkt man ja auch, ne? Ich habe mehrere verschiedene Videodateien, die ich dann später zusammenfüge. Hier zeige ich euch nochmal die Schnecken vom Nahant. Ja, habt die dann hier auf so einer Sephir-Schale, damit ihr das auch besser sehen könnt im Video. Ein bisschen voller Erde, aber sind an der Oberfläche mittlerweile. Und ich weiß nicht, ob alle Schnecken immer ziemlich früh an der Oberfläche. Ich glaube so, ja, nach 2-3 Wochen. Aber wie gesagt, ich blende euch das ein und das ist ja auch immer unterschiedlich. Jede Schnecke ist ja eben halt anders. Und ja, die spielen so ein bisschen, klettern aufeinander und ja, sieht richtig putzig aus, finde ich. Die kleinen Fühlerchen und ja, einfach so niedlich. Ich blende euch hier nochmal ein, was ich die kleinen Schnecken immer gebe zum Futtern. Und hier zeige ich euch jetzt nochmal meine Jungschnecken, die ich auch noch habe. Weil sonst würde das einfach viel zu lange dauern, weil die Schnecken wachsen nun mal eben halt nicht so schnell. Und ich wollte gerne einfach mal wieder ein Schneckenvideo machen. Und ich habe geplant gehabt, auch erstmal ein Schneckenvideo hochzuladen, bevor ich dann wieder andere Videos mache. Ihr wisst ja, auf meinem Kanal mache ich ja alles mehr so bunt gemischt. Und diese Jungschnecken habe ich auch, ja. Und dachte, ich zeige euch dann einfach mal, wie die Schnecken dann später aussehen, wenn die dann wachsen. Und diese sind ja auch noch nicht ausgewachsen, ne? Die werden ja auch noch größer. Wie gesagt, das sind Jungschnecken. Hier zeige ich die euch auch nochmal von Nahant. Und ich habe die übrigens nicht eingesprüht. Ne? Viele sprühen dann ja die Schnecken ein und dann glänzt ja das Häuschen. Ne? Diese sind nicht eingesprüht. Und schaut mal, wie die gewachsen sind. Richtig toll. Ist ein bisschen Kalk und ein bisschen Erde noch da dran an den Häuschen. Aber das ist ja nicht schlimm. Die putzen ja auch immer ihr Häuschen. Das werdet ihr hier gleich auch sehen. Ich versuche euch das mal gleich zu zeigen. Und die eine ist ein bisschen heller, die andere ist mehr so gräulich, wie ihr sehen könnt, unterschiedlich. Auch das eine Häuschen ist ein bisschen dunkler wie das andere. Ja, aber mega, mega schön gewachsen. Und wie gesagt, die wachsen ja noch. Aber das dauert eben halt. Aber ich wollte euch das trotzdem nochmal einfach zeigen. Und ja, ich hoffe, es hat euch soweit gefallen, ne? So habt ihr das ja auch mal gesehen mit den Schneckeneier, ne? Vom Ei bis zum Schlupf.
Aber bis die Kleinen, die ich euch ja vorhin gezeigt habe, wachsen, dauert das eben halt, ne? Und ich wollte einfach gerne das Video fertig machen und euch das zeigen. Und ich wollte einfach nicht so lange warten. Darum habe ich gedacht, ja, zeige ich euch einfach hier am Ende meine Jungschnecken, ne? So seht ihr das denn ja auch, ne? Und die Großen habt ihr ja auch schon gesehen auf meinem Kanal. Von daher, ja, beende ich jetzt auch das Video und ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Ihr könnt mir ja gerne in die Kommentare noch schreiben. Würde mich sehr freuen. Und ansonsten, ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ihr Lieben.